Hallo und herzlich willkommen zurück zu Five Nights at Candy's. Und ja, in der letzten Folge waren wir hier in der vierten Nacht stehen geblieben. Was muss ich sagen? Ich weiß es gar nicht. Ich habe einmal kurz die vierte Nacht ausprobiert. Ich glaube, ich bin danach tierisch gescheitert. Was soll ich sagen? Ja, ne? Ich würde sagen, ich bin ausgerüstet. Im Übrigen, sollte das Mikrofon ein wenig anders klingen als sonst. Das liegt natürlich daran, dass ein neues Mikrofon am Start ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht ganz genau, wie ich das jetzt noch weitermachen werde. Vielleicht werde ich das alte Mikrofon weiterhin nehmen, aber ich würde jetzt bei diesem hier gerne bleiben wollen. Und ich bin wie gesagt ausgerüstet. Ich habe einen Booster an meiner Seite. Wir können die Nacht durchstarten mit Five Nights at Candy's. Lustige Geschichte im Übrigen, die erzähle ich dann gleich. Nach dem Ladebildschirm. Ja, Ladebildschirme sind das Beste auf der Welt, ja. Ich spiele im Übrigen ohne Kopfhörer heute. Deswegen muss ich lauter machen. You have one new message. Hello? Hi. Checking in, making sure you're A-okay. So remember that previous security guard I told you about? Yeah, so we got a call from the police today. Apparently he has gone missing. I guess he actually was a bit crazy. I remember like the day before his last night of the week, he asked me to be with him on his shift that night. He told me there was something he had to show me. I know, it sounds crazy, right? although I declined, he still showed up for his shift, so... then of course, the next morning we found out the blank character had been severely damaged, you know. And then we checked the surveillance equipment, we found out that he had brought a wrench and completely smashed blank. He had also left the building in the middle of his shift after that. I mean, he must have, you know, he was nowhere to be found the next morning. We couldn't contact him or anything. So, the manager just fired him and sent him a pink slip, you know. Anyway, I'll leave you to your work. Yeah, stay tight and we'll talk again tomorrow. Have a good night. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was passiert eigentlich, wenn ich... Das will ich jetzt mal ausprobieren. Komm, das probieren wir mal aus. Ich mag bei dem Spiel irgendwie nicht reden, ne? Und dabei wollte ich doch eine lustige Geschichte erzählen. Lustige Geschichte. Ich habe mein Handy verloren, das ich auf den Weg zum nächsten Kaufladen habe ich leider Gottes mein Handy verloren gehabt. Und ja, das war ein bisschen mies, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich wohne hier in so einer Gegend, wo ich echt nicht gedacht hätte, okay, das Handy siehst du nie wieder mehr. Ne? Und da habe ich das einzigst Einfache gemacht, was man machen kann. Erstmal die Telefonkarte sperren lassen. Weil, ne, ich war mir halt nicht sicher. So, einige Stunden später, rief meine Schwester an mit der Nachricht, hier, guck mal, jemand hat dein Handy gefunden. Und, ich kann die Geschichte nicht erzählen, während ich dieses Spiel... erzähle. Ich... Goddammit.
Ja, der Finder hat sich dann erbarmen lassen und hat mir mein Handy sozusagen wiedergegeben. Was ich echt nett fand, weil sowas trifft man heutzutage eher selten an. Oh Gott. Also der Affe soll angeblich Chester heißen. Ich weiß nicht. Chester erinnert mich an diese gruselige Horrorpuppe aus Emily, falls das jemand kennt. Emily Wants to Play. Ich wollte das eigentlich auch mal let's playen. Ich hatte mir so die Chance gesehen, okay, machst du entweder Emily oder halt Five Nights at Candies. Und mir war einfach Five Nights at Candies lieber, weil ich habe schon so, oh Gott. Oh Gott, damn it! Nein, oh goddammit, no. Ich kann nur hoffen. Nee, das schafft. Rüber, rüber. Okay. Komm schon, Zeit. Geh down. Wenn wir im Übrigen die fünfte Nacht überlebt haben, mache ich eine Special-Folge mit sämtlichen Jumpscares. Ich hoffe, ich werde sie alle finden. Ich hoffe eigentlich nichts. Oh Gott! Oh, mein Herz ist für eine kurze Sekunde an. Oh Gott! Mein Herz hat für eine Sekunde aufgehört zu schlagen. Alter, was war das für Glück? Oh Gott, ich dachte echt, das wär's jetzt. Echt jetzt. Gottes Willen. Candy? Cindy? Warum sitzen die da? Puppet Guy? Zeigt der auf die? Der zeigt doch auf die, oder? Puppet Guy is away. Jetzt gucken die mich an. Ich habe minimal Angst. Oh Gott. God damn it. Alter. Okay, das war die große Handygeschichte. Die langweilige Handygeschichte. Und das war die vierte Nacht. Leute, wir sehen uns dann in der fünften Nacht. Und ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Cheerio!